Hallo und herzlich willkommen, meine wunderbaren Steinböcke, mein wunderbarer Steinbock, zu deinem persönlichen Liebesorakel für Oktober 2022 hier auf The Funky Oracle. Ich bin Xenia, The Funky Oracle, und ich freue mich sehr, dass wir uns gleich hier begegnen und ich deine Energien lesen darf. Ich bin das Orakel für das Unterbewusste, aber auch für das Bewusste. Sprich, es geht alles ineinander ein, so mögen die Botschaften, die du heute bekommst, erst später, in ein paar Tagen, sogar Wochen oder gar Monate, zu Gesicht kommen. Daher lege dich entspannt hin, öffne gerne dein Herz und dein Verstand. Erlaube mir bitte, mich mit deinen Energien zu verbinden. Dafür gerne like und kommentiere gerne das Video mit deinem Namen, Sternzeichen, einem Herzchen, einem anderen wunderbaren Emoji, alles, was sich für dich nach einem Ja anfühlt. Ich verbinde mich nun mit deiner Energie. Danke für die Erlaubnis. Wunderbar. Dankeschön. Gut, mein Schatz, dann lass uns gemeinsam reinschauen. Ich freue mich sehr. Wir haben alles ist in Ordnung. Eine andere Darstellung von 10 der Schwerte. Wir haben die Königin der Kelche und den Narr. Die Beziehung ist gerade der Kraft- und Liebespol, die Kraftstelle für euch beide. Der Mann verändert sich gerade extrem. Der fängt gerade ein ganz neues Leben an. Er befreit sich von vielen Dingen, er wird einfacher, leichter, vielleicht ein bisschen kindisch sogar in deinen Augen, und das ist gerade etwas, was schwer für dich ist. Du machst eine gute Miene zum bösen Spiel, aber es ist gerade nicht zu übersehen. Du vergleichst dich gerade, für dich ist diese Phase gerade wie ein Schlag ins Gesicht, wie eine unerwartete Phase, es ist komisch. Daher die ganze Liebe fließt gerade in deine Richtung. Du bist auf jeden Fall nicht allein, das kann ich dir jetzt schon sagen. Der Mann befreit sich von alten Sachen, der mistet seinen Freundschaftskreis aus, der verändert seinen Beruf, der verändert sein Umfeld. Womöglich möchte er, hat auch den Wunsch ausgesprochen, auf dem Land zu leben. Übrigens, wenn du Single bist und erlebst vielleicht diese Botschaften in dir, das ist der oder diese Energien in dir, das ist auch für dich. Das, was du in der Beziehung erlebst, ist nichts weiter wie der innere Austausch zwischen Mann und Frau, männliche, weibliche Energie in dir. Sprich, die Seite, der Anteil auch in dir selbst, der eigentlich für Struktur, Klarheit, Stabilität zuständig ist, kommt gerade auf Arbeit mit einem Blumenhemd, Hawaii-Hemd und möchte nur blau machen. Und das ist für dich neu und absolut krass. Der Mann möchte gar nicht mehr auf die fancy Partys gehen. Der will am liebsten zu Hause bleiben, am liebsten aufs Land gehen. Und in deiner Vorstellung ist gerade der Vergleich, als würde dein Mann langweilig werden. Der wird alt. Obwohl wir hier eine Null sehen. Ja? Der Mann zentriert sich, der Mann zentriert sich gerade. In der Null ist alles und nichts. Es ist eine sehr, sehr kraftvolle Phase. Vielleicht wird er gerade 40, vielleicht wird er gerade 30 oder 50, wo auch die Null dann am Ende steht. Am Ende, ich sehe hier extrem, extrem, extrem viel Kraftentfaltung in dem anderen selbst. Womöglich sieht er auf einmal besser aus, der strahlt. Seine Haut verändert sich, das ist ein wahrer Magnet für die anderen Menschen. Und du verstehst gerade die Welt nicht mehr und du bist froh, dass ihr gemeinsame, entweder Kinder, gemeinsames Haushalt, gemeinsame Freude, gemeinsame Bekannten, gemeinsame Zeiten, Erinnerungen habt, weil das
pflegt dich gerade, das hält dich gerade, denn du benötigst gerade ganz schön viel Balsam für die Seele. Bei dir sieht es gerade nicht so rosig aus wie bei deinem Mann. Du lenkst dich aber durch schön ab mit Social Media, mit dem Weggehen, mit vielen Gesprächen. Ja, für dich sieht die Welt tatsächlich ganz anders aus. Du fühlst dich ganz allein. Da wird gerade der Muster, der Trigger aus der Kindheit, hoch, kommt gerade hoch, der wird gerade wach. Vielleicht hat dein Papa die Mama betrogen. Hat sich der Papa von der Mama getrennt. Und sprich, das Aufblühen deines Mannes ist nichts weiter wie die Erinnerung an dich. Du hast da noch ein Trauma, das du nicht verarbeitet hast. Eventuell die Trennung deiner Eltern, das Fremdgehen deines Vaters. Und das Aufgehen deines Mannes aktualisiert, drückt gerade das Button von dieser Traumaerfahrung. Sprich, du fühlst dich allein, weil damals durch dieses Aufgehen des Vaters die Familie sich auseinandergelebt hat. Mama und Papa sich getrennt haben. Und wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr Kinder habt, auch wenn ihr keine Kinder habt, ist dein inneres Kind immer noch in diesem Modus. Wunderbar, dass die Beziehung tatsächlich sehr liebevoll gerade abgeht. In Reihe und Glied. Okay, ja, ihr habt andere, ja, ihr habt auch mindestens ein Kind. Sprich, die Beziehung, der tägliche Ablauf, dass ihr Ritual mit eurem Kind habt, dass ihr zusammen esst, dass ihr zu Großeltern fahrt, dass ihr von der Schule das Kind von der Schule abholt, Hausaufgaben macht. Also die täglichen Aufgaben, die auch sich auch an die Familie binden, die retten euch gerade den Arsch, kann man sagen. Die ziehen dich natürlich aus deinem Drama heraus, weil das strukturiert dich. Das lenkt dich aber auf eine irgendwie gesunde Art und Weise ab. Da siehst du, dass du gar nicht allein bist. Sprich, die gemeinsamen Unternehmungen in der Beziehung, in der Familie holen dich heraus. Und da bist du gerade dazwischen, weil die Gefühle, die damals nach der Trennung entstanden sind, nach dem Fremdgehen entstanden sind, die haben so weh getan und die kommen gerade hoch und die fühlen sich real an. Und gleichzeitig aber erlebst du, wie zeitgleich in der anderen Realität dein eigenes Leben, das Leben des Erwachsenen in dir, und das halt schon. Du siehst, also du bist schon teilweise in Heilung. Ja. Und hier Tic-Tac auf seine Seite. Ja, nimm dir den Druck weg. Ich würde im Englischen würde ich sagen, he owns the time. Der hat irgend so eine ganz krasse Ausstrahlung, ganz krasse Ruhe, die dich auch hier anhält, die dich auch hier rettet. Sprich, obwohl er in deinen Augen teilweise manchmal, obwohl er gar nichts tut, dass er für dich untreu erscheint, dass er für dich unordentlich erscheint, dass er für dich zu verrückt erscheint. Sprich, pass auf, Folgendes wird gerade auch in dir, kommt gerade hoch durch diese Gedanken. Wenn die Eltern sich trennen und die das mit dem Kind nicht aufarbeiten, nicht darüber sprechen, einfach weiter ihr Leben leben. Das Kind muss sich dann am Ende irgendwo zwischen Mama und Papa entscheiden. Und, oh Gott, sorry Leute. Und dann aber natürlich dadurch noch mehr Trauma abbekommt, weil da er wie zwischen den Welten lebt, versucht irgendwie sein Leben weiterzuleben. Gleichzeitig sieht aber das gleiche, die ganze Drama sozusagen um ihn drum rum, wie Erwachsene nicht darüber sprechen, wie jeder für sich innerlich leidet. Das kommt gerade hoch. Und sprich, indem die ganzen Vorwürfe dem Mann gegenüber entweder ausgesprochen oder gedacht werden, sind das all schön die Sätze, die du damals für dich gedacht hast, weil das Kind sich oft als Schuldige fühlt, weil die Eltern das nicht mit dem Kind aufarbeiten, zieht und bezieht das Kind die ganze Schuld auf sich. Und das bist du gerade völlig erstochen. Das heißt, die Drama kommt hoch, die Drama wiederholt sich. Und du merkst, dass es krass ist, dass du das nicht aufgearbeitet hast.
Und dass es gerade in diese Konstellation mit diesem Mann hochkommt, den du so abgöttisch liebst, mit dem du so krass eine schöne Beziehung hast. Und er gibt dir aber die absolute Ruhe. Und du gleichzeitig, dieses Zeichen steht für mich gerade für das Gefühl, dass du dich manchmal wie so Flashbacks in der Kindheit wieder siehst. Dass du zum Beispiel, dass deine Sätze, die Sätze zum Beispiel deine Mutter sind dir gegenüber und dein Mann ist wie du damals. Ja, frei, leicht. Sehr spannend. Krass spannend. Schauen wir weiter. Ja, aber die gemeinsamen Rituale in der Beziehung, in der Familie, helfen ihm aber auch extrem. Weil sonst, wenn du zum Beispiel nicht die gemeinsamen Verantwortlichkeiten hättet, würde er vielleicht komplett irgendwie abdrehen oder würde vielleicht auch dich sogar verlieren. Oder seinen Job verlieren oder generell die Lebensfreude verlieren. Diese Gemeinsamkeit, die Beziehung auch als solche, die ist gerade euer Magnet. Also wunderbar, wir schauen noch, na, beide erleben gerade ihre eigenen Themen. Die Frau erlebt gerade das unverarbeitete Thema aus der Kindheit. Wenn der Mann leicht, laut, frei wird, ist es immer eine Gefahr, gibt es immer ein Problem, das ist der Glaubenssatz, der auf ihrer Seite aufkommt. Und bei ihm ist natürlich auch ein Glaubenssatz, es gab nie die Zeit dafür, Kind zu sein. Das heißt, ihm rennt die Zeit weg. Das kann auch sein, dass er dann vielleicht sogar Todesängste kriegt, dass irgendwie das, oder dass er einiges nicht geschafft hat in seinem Leben. Ja? Deswegen das im Momentum sein, im Hier und Jetzt sein, ist unheimlich wichtig, dass man jeden Augenblick schätzt und auch die Gemeinsamkeiten, die gemeinsamen Zeiten, die gemeinsamen Rituale, dass man zu früh gemeinsam isst, Zähne putzt, gemeinsam sich duscht, zum Sport geht. Das ist das, was einen wieder zurückholt. Ja. Weiter. Das ist auch so eine Energie, der Mann ist gerade voll in so eine Leichtigkeit, befreit sich von vielen Dingen, ihm ist es die Meinung der anderen völlig egal, was natürlich für dein Sternzeichen wie so ein Schlag in die Brust ist. Ja, du möchtest gerne gut nach außen aussehen, du möchtest nicht unbedingt jedem von deinem Problem erzählen, es darf schön sein, ja, du willst dich mit coolen Menschen umgeben, schau dir gerne auch das perfekte Partnerschaft für den Steinbock, da erkläre ich ins Detail, welche Art von Beziehung dir gut tut, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und ja, und durch so eine Einstellung, du weißt natürlich, dass du dann, dass du dann ganz und gar in deine eigene Welt lebst. Und davor hast du Angst. Das möchtest du auch nicht unbedingt. Ne? Die gefallen dir diese ganzen irdischen Erfahrungen, sagen wir mal so. Ne? Du magst gerne auf Party gehen, du magst gerne irgendwie in ein schönes Café gehen, du magst dir gerne eine schöne Apple Watch kaufen. Das möchtest du dir auch nicht wegnehmen sozusagen. Ne? Du siehst aber durch diese Einstellung zum Leben, der Mensch quasi so frei wird. Ja? In der Null sind wir frei. Plus, minus Null, Herz. Im Herzen sind wir frei. Sprich, da hat das Ego auch die Angst, was habe ich dann? Ne? Dann habe ich meine ganzen Statussymbole gar nicht mehr. Na, was geilt mich denn auf? Ja, dann bin ich für die anderen Menschen, von denen ich gerne bis jetzt Aufmerksamkeit gezogen habe, gar kein attraktives Anziehungsmittel mehr, ne? Oder gar kein attraktives Ziel mehr. Diese ganzen Gedanken kreisen gerade in der Frau. Und ja, man wird dann so zeitlos. Und Zeit ist aber sehr gutes Manipulations- und Angst, also Manipulationsinstrument.
was auch zu dieser Saturn-Mond-Matrix gehört. Und Saturn ist das Planet, was dich auch führt. Das heißt, generell empfindet gerade Steinbock eine ganz krasse Werte- und Normenumwandlung. Und ja, Ass der Schwerter. Hier besteht unter anderem so ein bisschen die Angst, durch diese Zeitlosigkeit auch ziellos zu werden im Leben. Ja, dass man sich untermischt. Dies ist wichtig, kreativ zu leben. Dies ist wichtig, aufzufallen. Dies ist wichtig, ja, darauf ziehst du deine Geilheit. Darauf ziehst du diese Energie, weil du kann ich sagen, du geilst dich an den schönen Dingen auf. Und das ist gut so. Diese Energie ist wahnsinnig wichtig, auch für das Kollektiv. Und unter diesen Umständen gerade, wo du zeitlos wirst, ne, wo du dich resetten möchtest, vielleicht alles wegschmeißen, komplett neu einkaufen, besteht noch so ein, unter anderem eine Angst, kann man sagen, Programm. Ja, dann bin ich antreibungslos, ne, dann habe ich gar keine Ziele, dann gehe ich unter. Ist auch vielleicht tatsächlich manchmal das Nebeneffekt, dass indem man, es kann sogar sein, dein Mann meditiert gerade jetzt, ne, der besucht Yoga und wird gerade so richtig spirituell und überhaupt nicht mehr attraktiv für dich. Vielleicht wäscht er sich weniger, vielleicht hat er jetzt lange Haare, langen Bart und du merkst, wie du ihn quasi verlierst. Ne, aber wir wissen, ich habe das aufgedeckt, ganz am Anfang, welches Unterprogramm es eigentlich ist. Ne? So, sprich, hier ist nochmal so eine Blockade, dann bin ich nicht mehr kreativ. Ne? Man ist jetzt ganz, ganz sachte, kann man sagen, mehr rational oder so ganz entspannt. Sprich, dass man sagt, na, wenn nicht heute, dann morgen. So eine Einstellung ist es gerade. Ja? Was auf dich, deine Seite gerade, einen starken Wunsch nach Verbundenheit gerade erzeugt. Sprich, so gesagt, wenn du gerade merkst, dass du an deinen Mann nicht herankommst, dann suchst du gerade nach den Gleichgesinnten. Und diese Gleichgesinnten sind Frauen. Frauen mit gesunden weiblichen Energien. Sprich, was gerade passiert durch diesen Aufräumeprozess. Die weibliche Energie wird endlich geheilt, auch kollektiv. Toxische weibliche Energie erscheint in Form von Frauen, die aufeinander neidisch sind, die sich was nicht gönnen, die im Wettkampf stehen, die sich gegenseitig den Mann abspannen und so weiter. Sprich, aufgrund von dieser eigentlich sehr, ne, du siehst, wie der Korridor der Geschehnisse dich zu dieser Erkenntnis führt, aufgrund von dieser Geschichte gerade mit deinem Mann, mit seiner Neuumstellung, suchst du auf deine Seite das Kollektiv von Gleichgesinnten, was nicht bedeutet, dass, also im Guten sozusagen, ja, das heißt, die weibliche Energie heilt sich gerade kollektiv. Zum ersten Mal womöglich gehst du mit diesen Themen raus aus der Beziehung. Du gehst zu einem Psychologen, du sprichst mit einer Freundin darüber, du schaust dir irgendein Video an, du besuchst Webinar, du verbindest dich mit anderen Menschen. Bis jetzt warst du ein Einzelgänger in diesem Thema. Und am Ende, wenn du so möchtest, gehst du auch gerade einen alternativen Weg der Heilung, was du dir zuvor auch nicht hätte vorstellen können. Ja. Sprich, du siehst, dein Verstand drückt sich gerade aus, was du gerade siehst, dass du eigentlich schon die Menschen anziehst, die alternative Lebenswege gehen. Das, was du dir eigentlich am Anfang und durch ihn verwehrt hast und Angst hattest, naja, dann bin ich gar nicht mehr für die anderen attraktiv, was gerade passiert. Euer Umfeld verändert sich auch gerade. Die alten Freunde, da findet man manchmal gar keinen Zugang mehr, weil man nicht mehr die gleichen Werte und Normen teilt, wenn ihr beide diesen Prozess geht. Ja? Und die Beziehung wird gerade neu geboren. Das heißt, ihr entdeckt eigentlich in dem anderen, indem ihr euch gegenseitig diesen Prozess stellt, ganz neue Welt. Sprich, du hattest von deinem Mann das gar nicht erwartet, dass er darauf steht, dass er solche Dinge mag sozusagen. Ne? Und von ihr hat er auch nicht erwartet, dass du tatsächlich vielleicht Probleme mit manchen Themen hast. Dass du gerne dir auch Hilfe annehmen lassen möchtest, zum Beispiel bei gewissen Fragen. Ne? Also man lernt sich gerade ganz, ganz neu kennen. Man entdeckt sich gerade von ganz, ganz anderen Seite.
So, nun schauen wir mal in die letzte Botschaft, die uns die Quelle geben mag. Für meine wunderbaren Steinböcke. Hammer, siehst du, Ende gut, alles gut. Die Karten sind folgende. Wir haben 10 der Münzen auf deiner Seite. Wir haben König der Münzen für eure Beziehung und wir haben 7 der Kelche für die männliche Energie. Der Mann ist gerade in der Selbstentdeckung und das darf bitte, bitte, bitte geschehen, denn du möchtest auch mit jemandem zusammen sein, den du emotional verstehst. Denn das emotionale Verständnis kann nur dann entstehen, wenn jeder sich für sich selbst erstmal erkennt und versteht. Daher darf der Mann gerne emotional werden. Das kann euch beiden nur gut tun. Du kümmerst dich tatsächlich um das Ganze. Es kann sein, dass du gerade mehr verdienst dadurch als er, dass du dich mehr um das Zuhause kümmerst. Am Ende wird dir das auch extrem helfen, indem du in deiner Aktivität hochkommst. Schau mal, damit kannst du endlich das Trauma, die Trauma so in dem Sinne halt heilen, indem du dich mit den mit dem Zuhause, mit der Wohnung, mit der Beziehung als solche, mit deinem Körper beschäftigst. 10 der Münzen, das Gesamtpaket. Sekunde. Unsere Karten gerade, die musste ich kurz auseinanderreißen. Also, indem du dich tatsächlich um die Vollkommenheit kümmerst nochmal, sprich, dass du dir bewusst wirst, in welchem Zuhause möchte ich leben? Wenn mich mein Mann auf die Dinge aufmerksam macht, wenn es mir nichts ausmacht, dann geht es voll mit meinen Werten überein. Und wenn ich irgendwo getriggert werde, wo ist das? Denn indem du ihm gerade erlaubst, seine Emotionalität auszubauen, hast du auf der anderen Seite ein wunderbares Pendant zu dir, wenn du dich vielleicht selber gerade nicht sehen kannst emotional. Das ist unheimlich wichtig. Dir hilft auf jeden Fall eine vollkommene Vorstellung darüber, wie du lieben gesundheitlich möchtest. Ja, denn auch hier kann er ein wunderbarer Anstups, Ideengeber sein für eine gesunde Lebensweise. Okay, gewisse Krankheiten, die du in deinem Leben erlebt hast, kommen aus dem unverarbeiteten Trauma, das sich mit der Trennung deiner Eltern oder dass sich an die Trennung deiner Eltern noch gebunden quasi, dass dich noch daran bindet. Okay. Hier gilt es endlich, deine innere wie äußere Familie neu aufzubauen. Nochmal erneuern. Okay. Dein Zuhause, deinen Körper, nochmal dir ganz, ganz im vollen Umfang zu widmen. Für ihn gilt es hier eine absolute Widmung seinen Gefühlen. Jeder hat auf jeden Fall zu tun. Jeder hat hier zu tun. So wird die Beziehung, schau mal, König der Münzen. Hier wird endlich auch die männliche Energie geheilt. Indem, schau mal, er konnte bis jetzt nirgendwo in vergangenen Beziehungen die weiche Seite zeigen. Womöglich auch nicht in eurer Beziehung bis jetzt. Ihm wird es aber aktuell extrem notwendig für ihn sein. Denn auch in ihm gibt es toxische männliche Anteile, die dir nicht gut tun, die du aber auch trägst, sonst hättest ihr euch beide nicht angezogen gehabt. Okay? Ihr könnt auch gerne zu einem Beratungscoach gehen, zu einem Mann, der Familienberatungen macht, der von mir aus auch gerne spirituelle Beziehungsberatungen macht, Paarberatungen. Ja? Ihr braucht jetzt einen Vater, eine männliche Energie an der Seite, oder auch gerne in sich drin, jemand, der dazu steht, was ist. Dass du für dich und womöglich auch er für sich erkennt und erlebt, dass solche Turbulenzen in der Beziehung normal sind, dass man die gemeinsam durchgehen kann, damit eure inneren Kinder endlich sich aus dem Trauma befreien, indem sie ein anderes Szenario als Folge von so einem Verhalten erleben. Das kann man tun, entweder durch die Rückführungen, ja, durch die innere Selbstheilung, inneres Umschreiben der Timelines oder
Man geht dann gemeinsam und man macht von mir aus Rollenspiele, man macht mit dem Psychologen andere Techniken. Das innere Kind darf jetzt endlich einen Mann erleben, der aus dieser Phase oder während dieser Phase auch stabil ist, der zu der Beziehung zur Frau steht. Okay. Das ist eure Aufgabe, meine Herzen. Ich bin sehr gespannt, ob es mit dir resoniert hat, ob es deine Beziehung beleuchtet, gespiegelt hat. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, buche deine persönliche Legung. Die Anmeldemöglichkeiten findest du unten in der Videobeschreibung. Gerne unterstütze mich mit Spende deine Wahl. Ich freue mich sehr auf dich, Steinbock. Auch gerne dich am Sonntag, dem 23. Oktober, beim Webinar begrüßen zu dürfen. Anmeldung ebenfalls unten. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.